So Leute, willkommen zum 11. und damit letzten Conference-Spieltag der German Pokémon League Season 6 gegen den guten Present. Bin noch etwas verschlafen. Wer das Teambuilding gesehen hat, weiß Bescheid, wir kämpfen früh, es ist jetzt gerade kurz nach 11. Und frisch und fit, ganz genau, in den Morgen. Ja, ich bin gespannt, dass unser Team reißen wird. Ihr habt ja gesehen, ich habe ganz nebenbei festgestellt, bevor ich, es ist wenn überhaupt sowieso schon passiert, dass mir Leute geschrieben haben, dass ich doch Intimidate noch auf meinem Staraptor habe. Ich habe es noch gesehen und ich habe es geändert. Wir haben jetzt Reckless auf Staraptor. Alles gut, Leute. Könnt ihr euch jetzt alle abregen, ist nichts passiert. Auch wenn sich wahrscheinlich eh niemand aufgeregt hat, aber egal, trotzdem. So, ist es Kuga? Warum ist es ein Kuga-Team? Das ist nicht mehr ein Kuga-Team gewesen. Von letztem Jahr, versteht sich natürlich, ne? Ich nehme dieses Jahr in der Kuga nicht teil, aber ich werde da sein. Genau, da ist unser Team. Ist am Start. Ich möchte, das habe ich ja schon letztes Mal gesagt, jetzt hier den Titelverteidigungskampf haben, also das Champion-Thema. Ich muss es nur finden. Moment. Top 4, hier kommt Tali Titelverteidigungskampf. Klingt richtig. Außer, ich weiß nicht, ob hier kommt Tali 2 das Richtige, aber jedenfalls sind wir ready. Ich hoffe, El Presentos ist es auch gleich. Noch nicht, okay. Keine Ahnung, glaube ich, auch live. Man macht ja, glaube ich, beides, ne? Live und nachkommentiert. Dementsprechend, wir haben keinen Stress, ne? Ich muss, habe noch ein bisschen zu tun nachher, weil ich jetzt am Wochenende nicht da bin. Wir nehmen das Ganze ja Freitag auf. Es ist jetzt gerade der 14.06. Wir nehmen das Freitag auf, Freitagvormittag. Und, ich muss nach dem Kampf, ein bisschen stressig bei mir alles, ne? Ich habe noch einen Friseurtermin. Ich muss noch, den Kampf gegen Barry, der ist zu dem Zeitpunkt noch gar nicht online, der ist noch nicht mal geschnitten. Ich muss auch Teambuilding und Kampf schneiden und hochladen und beschriften. Und heute Abend geht's zu Game Jam. Und ich würde mich vorher gerne noch eine Stunde hinlegen. Also das ist so mein Tag heute. Die nächsten 6 Stunden in der Nutshell. Wird alles ein bisschen eng. Nach dem Kampf wird direkt geschnitten. Ne? Also, nur nicht in den Finger im besten Fall. Und wir haben ein Disconnect, das ist natürlich gut. Das fängt ja toll an. Uff. Und, was ich? Oder war es einfach der Server, der so, nein, vormittags darfst du nicht kämpfen. Aber es war ja gegen Parsi auch schon so. Das ist Schwarzbild. Ich sehe nichts. Okay, die Verbindung zum Server wurde unterbrochen. Ich bin wieder im lokalen Modus. Okay, cool. Nochmal. Wir sehen uns gleich wieder, wenn wir im Kampf sind. Beziehungsweise wieder an der gleichen Stelle wie gerade eben. Ich schneide einfach. Boah. So, da ist mein Internet einfach mal gerade komplett gestorben. Also wirklich komplett. Da hat es nämlich meinen ganzen Ruder zerfickt. Entschuldigung, zerlegt, meine ich natürlich. Jugendgerechte Sprache, Mensch. Es tut mir leid. Ich bin einfach so, ich kann das nicht anders. Ja, genau. Jetzt dürfen wir Pokémon wenig teilnehmen. Gut, sehr schön. Ich bin jetzt, ach Gott, sowas nervt. Das war aber gegen Parsi genauso, bevor mir das gekämpft. Okay, er hat sogar, was hat er nicht dabei? Er hat Skorgo nicht dabei. Das heißt, er kann Tarnstelle nicht entfernen. Außer ich bin boosted und übersehe was komplett. Aber den Rest habe ich mehr oder weniger richtig gesehen. Ich habe ja gesagt, eins von den beiden Wasser-Pokémon wird am Start sein. Sind sogar beide dabei. Bronzong wird am Start sein. Ist am Start. Das heißt, sein Switch-In für Staraptor ist immer Bronzong. Ich überlege, ob wir dann einfach mit Staraptor leaden sollen. Einfach mal U-Turn drücken, wenn er auf den Bronzong reinkäme. Das wäre natürlich ein starker Lead, wenn er mit Bisaflor leaden sollte, zum Beispiel. Wenn er jetzt Kaifel predicted, zum Beispiel. Ich überlege, ob wir es machen können. Wir können nämlich halt einfach U-Turn drücken, wenn es nicht ist. Dann kann ich natürlich auch mit Zeraora leaden, aber Zeraora. Wir können ihn free readen, dass wir Scarfed sind, ne? Wir können ihn aber natürlich auch ein bisschen ärgern und sagen, ja, wir sind nicht Scarfed, ne? Ich glaube, ich leade sogar mit Staraptor. Ich bin mir nicht sicher. Ich will es mal schon mal aus. Man kann es aber noch ändern, notfalls. Aber ich denke, dass Staraptor kein schlechter Lead ist in dem Fall. Klar, ich bekomme die Tarnstelle, aber ich kriege eine U-Turn notfalls raus. Und, ja, sagen wir mal so, wenn er mit Visaflor leadet, lasse ich ihn erstmal nicht mega. Das ist halt schon mal eine ganz coole Geschichte. Ich überlege gerade, ob das so passen sollte. Ich könnte auch mit Latias leaden. Was ist denn sein offensichtlicher Lead? Ich denke, sein stärkster Lead wäre sogar Bronzong gegebenenfalls. Aber mein Gott, auf einem Bronzong bekomme ich halt auch Schaden drauf. Halt, Entschuldigung, ich muss hier Staraptor eingeben. Gegen Bronzong. Das ist ein speziell defensives Bronzong, das mache ich mit einer U-Turn. Oh mein Gott, ich muss auf OK drücken. Ganz vergessen.
mach ich mir schon immer noch gute 20%. Das ist auch ganz nett. Chip Damage. So, letzter Kampf der Conference-Phase. Auf jeden Fall mal. Gegen Presentos. Pokémon-Trainer Present fordert dich heraus. Hey, kenne ich noch gar nicht. Shima, das ist Bisaflor, also wunderbar direkt für uns. Wir lieben mit Staraptor. Da hat er eigentlich nicht so Bock drin zu bleiben, würde ich jetzt mal vermuten. Er kann natürlich jetzt Ballsy sein. Und kann erstmal in die Mega gehen und denken sich so, yo, das mache ich nicht mit. Aber wird er wahrscheinlich nicht tun. Denke ich. Ich denke eher, dass er jetzt hier rausgehen wird, weil ist für mich der offensichtliche Play. Und da wäre seine Antwort halt eigentlich immer Bronzong drauf. Vor allem, wenn es ein Fist-Death Bronzong ist. Wenn er jetzt Ding nicht dabei hat, glaube ich sogar, dass es Fist-Death sein könnte. Ich weiß noch nicht, welches Set. Ich mache mal einfach mal Relax draus. Ach Gott, ich versuche ihn auch nicht zu lange warten zu lassen, weil ich bin ein netter Mensch, denke ich, manchmal zumindest. Wir können auch Close Combat drücken, weil alles, was reinkommt, nimmt durch den Close Combat guten Schaden. Frage ist, geht er jetzt, bleibt er hier drin? Er bleibt doch nicht drin, oder? Nicht in der Situation. Ich glaube, ich drücke wirklich einmal Close Combat und denke mir so, yo, go. Ja, okay, gut. Meine Nerven, ne? Hal Jordan? Ja, das ist das Bronzong, das ist okay. Das ist physisch-defensiv, ja. Würde ich sagen. Und es hat auf jeden Fall schon mal keinen Left. Oh Gott, ich sehe schon, komm, das hat gleich wieder dieses. Bäh! Leute, nein, bitte nicht. Ich überlege, ob ich jetzt hier einfach hart auf Infernape rausgehen soll. Weil der auf der Edge sollte ich killen, theoretisch. Es hat auf jeden Fall, also es hat keine Leftovers. Es hat wahrscheinlich wieder die 50% Beere, um mich richtig abzufacken. Oder die Anti-Feuerbeere. Beides möglich. Ich denke, dass ich hier sogar hart auf Infernape wechseln kann. Weil ich ja jetzt mir hier die Steine predikte, theoretisch. Tue ich jetzt auch an der Stelle. So, gehen wieder auf Infernape raus. Tarnstein, ja, das ist in Ordnung. Da kann ich jetzt zum Beispiel einfach einmal Overheat drücken und irgendwas frisst Schaden. Das ist ziemlich sicher ein physisch-defensives Infernape fast. Au, ich habe mir ins Auge gefasst. Warum tue ich das? Nein! Schauen wir mal. Ich kann Overheat drücken. Das killt auf jeden Fall. Was mache ich gegen Manaphy zum Beispiel mit? Fee. Da würden halt zwei Close Combat killen. Wenn er jetzt auf Manaphy geht zum Beispiel. Overheat wäre halt der Safe Play. Für alles, was jetzt reinkommen könnte. Ich denke, ich drücke einmal Hitzekoller. Ja, man muss ja auch mal sicher spielen hier, ne? Wie gesagt, ich denke, dass Manaphy jetzt der offensichtliche Play ist. Aber egal, kriege ich auch Chip Damage drauf, ist auch gut. Overheat Close Combat kann killen in Kombination. Das kommt aber nicht viel Schaden, also wenn es kein defensives Set ist. Aber ich denke, dass der Lead gut war jetzt. Wir sind gut reingekommen gerade. Das ist schon mal schön, wir haben schon mal Chip Damage auf diesem Bronzong und dieses Bronzong hat 100% die 50% Beere oder eine Anti-Beere, eins von beidem. Es hat nämlich nicht die Leftovers. Und wir haben keinen Schaden durch Beulenhelm gesehen. Das hat auch keinen Beulenhelm. Okay. Ich hoffe nur gerade, dass mein Internet nicht gestorben ist oder so. Ich habe Angst. Zu lange dauert. Yes! Killt das? Das hat Hitzeschutz, das Ding. Das hat Hitzeschutz. Hat das eine 50% Beere? Nein, hat es nicht. Okay. Aua. Schmerzhaft. Aber das Ding ist fast tot damit. Was hat es dann? Also es hat auf jeden Fall Hitzeschutz. Bei dem Schaden, den ich gemacht habe. Wenn es nämlich nicht Hitzeschutz gehabt hätte, hätte es gekillt. Okay. Was könnte ich jetzt tun? Dein Bronzong ist fast tot. Er kann natürlich jetzt an der Stelle wunderbar auf Bisaflor wechseln und egal was kommt, es abfangen. Oder er zeigt. Ich glaube eher, dass er hier seine Glocke einfach sacken wird, würde ich vermuten. Ich überlege einfach auf den Nahkampf zu gehen, weil. Warte, was mache ich denn in einem Mega. In einem Venusaur, das nicht gemegert ist? Moment, das muss ich kurz nachschauen. Gehen wir mal in die normale Form. Level 50. Minus 2.
Es hat kein Thick Fat, ne, nicht mega. Stopp. Mach keinen Scheiß. Immer noch gut Schaden. Ich denke, dass ich sogar nochmal auf den Hitzekoller gehen könnte. Weil wenn jetzt Manaphy reinkoller, das ist halt doof. Aber ich drücke nochmal Hitzekoller. Dann habe ich halt gar keinen speziellen Angriff mehr. Aber es ist okay. Wenn Venusaur auf den Switch reinkommt, dann ist es auch Wayne. Weil dann ist es eh in der Mega, dann kann ich eh nichts mit dem Infernape machen. Aber Bronzong so früh schon so runter zu chippen, ist wirklich top. So, ich gehe nochmal auf Hitzekoller. Das killt. An der Stelle sicher. Wir haben schon mal eine ganz schlimme Defensive weg. Das ist wunderbar. Und schon mal kein 6-0. Starker Anfang, würde ich sagen. Und jetzt würde ich aber sagen, dass Ding reinkommt. Venusaur, ne? Aber es ist die wichtigste Aufgabe gewesen, die Infernape zu tun hatte. Das Bronzong rauszunehmen war wichtig. Halt kein Switch in mir in Shima, ja, das war zu erwarten. Da würde er jetzt in die Mega gehen können, auch safe und alles drum und dran, das ist ja wunderbar. Jetzt ist die Frage, was mache ich? Mein Switch in den Visafloor ist eigentlich immer Latias. Außer ich benötige das Toxin. Was könnte er hier drücken jetzt, wenn er hier so reingeht? Dann kann er natürlich, wenn er Erdbeben dabei drückt, der Erdbeben wahrscheinlich. Ich weiß nicht. Ich überlege, auf Lati zu gehen. Aber Lati kann halt immer noch die Kyurem reinholen, das ist halt nicht so geil. Ich könnte auch auf Staraptor gehen, aber Staraptor in die Rocks reinzuholen plus einen Move zu vergessen, ist halt nicht so cool. Ich glaube fast nicht, dass auf die Pflanzenattacke gehen würde. Ich könnte sogar einmal auf Mikau gehen. Ich glaube eher, dass jetzt hier die Giftattacke kommt. Außerdem kann ich die Tarnstelle eventuell wegbekommen. So. Was kommt jetzt von seiner Seite aus? Geht natürlich eine Mega. Meine Fresse. Wie gesagt, ich habe noch zwei Outs gegen Visafloor, das ist also alles cool. Egelsamen, okay, das ist in Ordnung. Ich denke, dass ich jetzt auch hier einmal Yawn drücken kann. Und dann kann ich danach immer noch auflockern. Also Gainer. Polion ist jetzt auch nicht so wichtig gegen den Rest des Teams. Also er hat jetzt Skorko zum Beispiel nicht dabei, der hatte Pibi nicht dabei. Deswegen drücke ich hier Gainer. Und zwinge ihn damit quasi zum Switch-Out. Also es ist immer noch gut gegen Kyurem. Ich hoffe, dass ich jetzt gerade keinen Fehler mache. Ich kann nur danach Defog drücken, weil sein Rocksetter ist weg. Er hat, glaube ich, auch keinen mehr dabei, wenn ich es gerade richtig sehe. Das heißt, es wäre sogar wichtig. Und dann kann ich immer noch mit Keifel Rocks setten. Und dann hat er die Rocks auf seiner Seite. Ich habe keine mehr. Das ist halt schon ganz gut. Das ist halt schon stark. Ich finde, mein Staraptolit war genau richtig. Und das freut mich gerade. Okay, er geht raus. Minato. Kommt Serra Aura rein. Das ist in Ordnung. Das kann halt jetzt Volt Switch drücken, theoretisch. Oder wechselt halt hart raus. Eins von beidem. Volt Switch soll das Ding ja können, wenn ich jetzt nicht vollkommen boosted bin, ne? Ganz nebenbei ein schöner Name, möchte ich kurz anmerken. Passt sehr gut. Nachdem ich jetzt auch Naruto nachgeschaut habe, kann ich das einmal staten. Das hat auch 100... Das muss auch, ja, es hat natürlich Voltwechsel. Er kann ja natürlich Voltwechsel drücken. Dann könnte ich jetzt zum Beispiel auf den gehen. Er kann natürlich jetzt auch Nahkampf drücken, weil das ist halt offensichtlich, ne? Ich kann natürlich auch auf Latias gehen an der Stelle. Aber wenn er drin bleibt... Gut, er kann... Volt Switch ist halt sehr wahrscheinlich. Sein Zero Hour schläft halt, wenn er drin bleibt. Dementsprechend gehe ich jetzt hier auf Keifel, glaube ich. Gehe ich auf Keifel, dann verhindere ich halt, dass er rausgeht mit Volt Switch zum Beispiel. Dann müsste er jetzt hart rausgehen. Frage ist, geht er hart raus oder geht er nicht hart raus? Ist es mir wichtig, die Startstände wegzubekommen gerade? Was macht mir das Ding? Warte mal. Lass mir kurz noch mein Podium sehen. Ein paar Sekunden habe ich noch Zeit gegen Zera Aura. Wenn das ein spezielles ist. Habe ich ein spezielles zufälligerweise hier? Mixed Attacker. Volt Switch. Lass mal das Voll Special Attack sein. Das sollte ich aber auf jeden Fall nehmen mit meiner Beere. Ich glaube, ich drücke sogar Defog an der Stelle. Weil ich glaube, dass er rausgehen wird. Er ruft zurück, genau. Mera kommt rein. So,
So, einmal Tanzstände weg. Dankeschön. Danke, danke. Danke, danke. Bäh. Hat das Zap, das Ding? Ist die Frage. Wahrscheinlich ja, oder? Das ist dann uncool. Ich versuche mal den Gena rauszuholen, aber der hat doch sicher einen Zap. Wenn er so reinkommt, hat er doch sicher einen Zap, oder? Das kann halt gut sein. Das wäre echt unschön. An der Stelle. Ja, nee, gefällt mir nicht so. Gerade. Manaphy und Bisaflor, beides Pokémon, die ich gerne eingeschläfert habe. Wenn er Zap dabei hat, hat er natürlich das Sieg gewonnen. Schleifglanz, okay. Also entweder schläft er gleich oder, es schläft bei mir nichts, dementsprechend kann ich das auch einsetzen. Ich muss so langsam rauswechseln, weil ich zu viel Chip-Damage bekomme. Ich glaube, jetzt mittlerweile bin ich auch in einer Range, wo meine Electric-Bäre mir nicht mehr so viel bringt. Lass mich kurz überlegen. Er ist auf jeden Fall jetzt kurz davor zu schlafen. Also er spielt Hydration-Regentanz jetzt. Das wäre natürlich auch ein Play. Was ist Lati für ein Switch denn dagegen? Ich glaube, ich gehe auf Lati. Ich hoffe, dass ich das. Ich muss sowieso mal in die Mega reinkommen. Das wäre ganz cool. Minato kommt wieder rein. Ich muss halt den Druck ein bisschen aufrechterhalten. Da bleibe ich diesmal aber nicht drin, mein Freund. So. Du bist schneller als ich. Das ist mir durchaus bewusst. Du kannst jetzt natürlich. Also, ich kann ja auf jeden Fall hier mal auf die Mega gehen und einmal Psychokinese drücken. Weil du natürlich wohl Switch drücken kannst an der Stelle. Das ist mir schon bewusst. Wie viel Schaden mache ich denn gegen mit Uninvested? Gegen Crawdaunt. Warte, Latias. Moment. Ich kann nicht tippen. Nein, nicht Latas. Meine Fresse, was ist das denn? Aufregung. Gegen Crawdaunt. Der Thunderbolt killt. Auch uninvested, außer er ist halt wirklich. So, ich drücke Psychokinese. Er kann natürlich jetzt hier auch rausgehen, das wäre in Ordnung. Außer also hat die Elektrobeere dabei. Hm? Next Strike. Stimmt, das kann das Ding ja auch, habe ich voll vergessen. Au! Ist das. Bandit? Warte mal. Das war viel Schaden. Das war sehr viel Schaden. Sarah Aura. Das habe ich ganz nebenbei auch ziemlich übersehen, dass das Ding Next Strike kann. Aber das ist doch. Moment. Next Strike? Nicht Next Strike heißt im Englischen. Next Strike auf Englisch. Fu. Ich hab's hier vergessen. Next Strike. Moment. Throat Chop. Stimmt. Throat Chop. Das war viel Schaden. Das muss Choice Band sein. Das muss eigentlich Choice Band sein. Bei dem Schaden ja. Definitiv. Das heißt, kann ich hier mit Pillowswine reinkommen? Oder ist das eher ungünstig, wenn das Choice Bandit ist? Choice Band. Das ist okay. So. Er ruft zurück, ja, gut. War nicht dumm von ihm. Eugene. Au. Da muss ich jetzt aufpassen, dass mir das Ding nicht um die Ohren fliegt gleich. Ne, es kann nicht Bandit sein, weil das andere schon Bandit ist. Ziemlich sicher. Nein, kein Disconnect. Danke. Ich habe gerade schon wieder Angst gehabt, ne? Wie viel mache ich gegen Crawdaunt theoretisch mit Pillowswine? Crawdaunt. Die EQ macht gut Schaden. Frage ist, was ist mir jetzt gerade wichtiger? Die Rocks? Also, Setup kann ich halt noch so ein bisschen handeln mit Mola. Ich denke, dass ich die Tarnstein hier sogar. Nein! Warum? Ist mein Internet wieder tot? Nein, es ist nicht tot. Warum kriegen wir jetzt einen Disconnect? Ah, ich kotze. Ich drücke doch zum Tarnsteiner. Ich kotze. Warum? Shit. So viel zu meiner Zeitplanung. Cool. Ja gut, Leute. Oh.
Wir sehen uns gleich wieder, weil was auch immer wir gleich tun werden. Och Gott, nein. Bis gleich. So. Jetzt sollte es auch weitergehen, hoffe ich. Wir haben jetzt alles nachgestellt, es kommt ungefähr alles richtig hin. Ich habe ein bisschen mehr KP auf den Furnap und ich glaube auch ein bisschen mehr auf Latias. Aber ungefähr kommt alles hin. Ich war hier, ich habe Tarnstein gedrückt, das mache ich auch jetzt wieder. Weil mir Tarnsteine gerade wichtig sind, dass er eben nicht die ganze Zeit hin und her wechseln kann, sondern halt auch Chip-Damage bekommt. Bei der Krabhammer, er kann nicht beendet sein, also sollte nicht beendet sein, weil wenn er beendet wäre, dann dürfte er nicht den Gwendet spielen. Also er kann natürlich das Setup drücken, das wäre aber okay, denke ich. Hoffe ich. Mal. Ja gut, ich habe für Notfall immer noch auf den Furnap den Machtpunch, muss man halt einfach sagen. Ich habe einen AP weniger auf Auflockern, kann man noch sagen, aber das ist eigentlich eh irrelevant, weil die Tanzsteine kann er eh nicht mehr rauslegen, denke ich mal. Wenn wir jetzt wieder einen DC bekommen an der Stelle, haue ich irgendwen. Vielleicht denkt er aber auch einfach nur lange nach. Man weiß es nicht. Ne, was wäre cool für Kyurem zum Beispiel. Dieser Flur kommt nicht die ganze Zeit wieder rein for free. Und auch Manaphy kriegt dann Schaden. Schwerttanz! Aua! So, ich lege Tarnstein an der Stelle. Die Sache ist... Moment. Lass mich kurz nachschauen. Infernape kann das Ding halt machtpunchen und macht dem halt gut Schaden. Also, ergo, ich will das ehrlich gesagt auch hier nicht einfach abschmeißen. Ich bin mir nicht so ganz sicher. Was mache ich? Was macht der LM Molar? Plus 2 ist halt nicht ungefährlich, ne? Plus 2 Attack. Weiß nicht, ob. Sagen wir mal, es wäre Adamant. Aua! Schmerzen. Ganz, ganz große Schmerzen. Ich denke, dass ich hier aber auf jeden Fall. Er hat den Aquajet, das darf man nicht vergessen. Ne? Das kann halt einem jetzt hier noch das Genick brechen im blödsten Fall. Ich überlege, ob ich Eisschad drücke, damit er dann nachher wirklich in die Range kommt. Unsicher. Ich bin mir sehr unsicher gerade, aber ich denke, dass ich hier in die Offensive gehen muss, um weiteres Setup zu verhindern. Ich denke, dass ich hier auch den Eissplitter drücken werde, um ihn halt notfalls wirklich in diese Range reinzubekommen. Ich drücke Eissplitter. Aquajet sollte auf die Range noch nicht killen. Man kann auch weiter setupen, ist mir egal. Ich will jetzt hier runterchippen, dass er in eine Range kommt, wo Infernape mit dem Machtpunch killen kann. Das ist mir wichtig. Das ist mir wichtig. Wir hatten ja vor dem Kampf auch schon den Disconnect kurz. Deswegen bin ich jetzt gerade sehr... Das sieht mir nach KP-Investment aus. Abschlag. Das sollte ich sogar noch leben, oder? Nein. Das war ein Crit. Das kann sogar sein, dass der gemaddert hat. Knockoff gegen Pillow? Das ist Live-Op. Okay. Der Knockoff, das hat auf jeden Fall gemaddert, der Crit. Der hat definitiv gemaddert. Das ist ein bisschen schade. Problem ist, der hat sicherlich einen Aquajet mit dabei, wenn er das so spielt. Ja, da unten noch. Knockoff, Aquajet, Craphammer oder... Ja, das sollte wahrscheinlich spielen. Gegen Maus Interesse ist der Raptor. Eigentlich möchte ich das nicht, weil der Raptor meine noch eine sehr gute Offensive ist. Und vor allem, gut, der Aquajet killt nicht an der Stelle, muss man betonen. Trotzdem möchte ich es nicht riskieren, um ehrlich zu sein. Die Frage ist, wenn ich jetzt gegen das Ding Machtpunch drücke auf Infernape. Er ist Life Orbed. Der Machtpunch macht... Auf jeden Fall gut Schaden, er könnte sich vom Live-Up anschließend selber rausnehmen, theoretisch. Das ist jetzt eine gute Frage. Ich kann aber auch auf Element Molar gehen und ihn sich einfach mal so ein bisschen selber umchippen lassen. Und kann Scald drücken, gegebenenfalls. Weil da muss ich wieder aufpassen, dass mir dann gleich nicht wieder irgendwas passiert. Schwierig. Schwierig, schwierig, schwierig. Er nimmt sich halt, muss man sagen, mit dem Ding selber raus, ne? Reicht plus 2 Aquajet gegen Latias? Auf die Range? Gleich, ich muss kurz ins Nachschauen. Hau mich nicht present! Das sollte ich eigentlich leben. 61 KP. Das würde ich leben, aber das wäre, glaube ich, eher mein... Ja. Ich gehe auf Latias. Sollte schneller sein und Donnerblitz sollte killen. Weil er kann natürlich, das war jetzt vielleicht ein bisschen sehr offensichtlich. Ich drücke trotzdem Donnerblitz. Auch wenn er jetzt hier auf Seraora rausgehen sollte. Aber hole ich ihm zumindest die Mindgames raus.
Er hat einfach zwei Setup dabei. Ah! Meine Nerven. Man kann natürlich aus der Aura rausgehen und sich mit dem Voltopser wieder hochheilen. Ja, ich hätte auf Infernape wahrscheinlich gehen sollen, das wäre wahrscheinlich besser gewesen. Weil wenn der Crawler nochmal reinholt, er kriegt halt trotzdem einen Tarnsteinschaden, das darf man nicht vergessen, ne? Was kommt jetzt? Also der Aquajet sollte mich nicht killen auf die Range. Auch wenn er Adamant ist. Oh, ich habe den Life-Up vergessen. Nein, ich habe den Life-Up vergessen. Scheiße. Dann ist eine Roll. Ups, ich habe den Life-Up vergessen. Ich habe den Life-Up doch sogar noch gesehen. Ich habe ihn vergessen. Ei. Shit. Das war, glaube ich, jetzt nicht so der cleverste Play, den ich hätte machen können. Aber okay. Ja. Ich hoffe, dass das kein Disconnect ist gerade. Eieieiei, wie gesagt, ich bin jetzt gerade ein bisschen vorgeschädigt. Er geht auf die Wasserdüse. Das killt hoffentlich nicht. Kill nicht, kill nicht, kill nicht, kill nicht, kill nicht, kill nicht. Es lebt! 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 Und das Ding ist tot. Danke. So. Ein Kributag weniger. Danke. Danke, danke. Ich glaube, dass kein Crit dieser Welt oder sonst irgendwas gemeldet hätte auf der Range. Nur ist Lati jetzt ziemlich tot. Ich habe den Live-Up vergessen. Au! Er hat ganz nebenbei aber keine allzu hohe Chance gehabt. Also wenn ich jetzt auf der Range bin, ist der Aquajet 18%. Also es ist in meinem Favor, definitiv. Puh, meine Nerven. Minato kommt rein, ja. Genau, aber ich werde hier, glaube ich, nicht drinbleiben sogar. Ich werde, glaube ich, sogar rausgehen. Er kann halt jetzt blöderweise hier einfach auf die Elektrotter gehen. Das ist nicht so cool. Weil er schneller ist. Und mich auch damit killt. Ich meine, gerade, was ist jetzt noch wichtig in meinem Team? Muss man nochmal sein Team anschauen. Das habe ich gerade nicht wieder zugemacht. Ich, Genie, was wir gerade noch durchgesprochen haben. Ist Infernape noch sehr wichtig gegen das Team? Es geht. Die Frage ist, Infernape lebt wahrscheinlich nichts mehr von diesem Zeraora, oder? Würde mich wundern, um ehrlich zu sein. Sollte es eigentlich... ich denke, dass ich auf Panferno gehe. Auch egal, was jetzt kommt. Ich will Lati nochmal in der Hinterhand behalten. Will ich Lati nochmal nicht hören. Inferno ist nicht mehr so wichtig in dem Matchup. Und wenn es jetzt stirbt, ist nicht so tragisch. Das Crawlout ist weg und da bin ich schon ganz froh drum. Wenn er jetzt hier wirklich auf Next Track gehen soll, Ableichpiep. Aua. Au. Schmerzen. Jetzt ist er aber in der Range, wo... unschön. Frage ist, kann ich hier mit Dakuri einfach auf Double Edge klicken? Müsste eigentlich das Aura killen? Haben wir schon gesehen, was für ein Alter? Das ist Bandit, stimmt, das haben wir ja schon mitbekommen. Warte mal, wenn ich jetzt auf Staraptor gehe, kann Staraptor hier schon durchgehen? Bedingt, denke ich. Nicht durchgehen, aber auf jeden Fall gut Schaden anrichten. Gegen Zeraora. Mache ich mit einem Double Edge halt 90 bis 106% Schaden, wenn das kein Defensiv-Investment hat. Deswegen denke ich, dass Double Edge hier eigentlich der Play wäre. Ich glaube, dass Sakuri hier wirklich der Play ist. Bin ich schneller als Zeraora? Ja, bin ich. Nochmal kurz nachgeschaut. Ich bin auf jeden Fall schneller. Dass ich keinen Fehler mache. Er hat halt nichts, was da gerne reinkommt. Also er hat jetzt legitim keinen Switch auf diesen Gizeko-Tackle, der jetzt kommen wird. Deswegen drücke ich hier auf Gizeko-Tackle. So. Eieiei. Sache ist halt, mit Lati kann ich nochmal theoretisch recovern. Ich habe jetzt keinen Grund mehr, ganz nebenbei mit Lati nicht Psychokinese zu drücken. Weil Crawlon ist weg. So. Ich bin schneller. Ja gut, ich habe mir jetzt den Scarf revealed, aber... Oder, halt geblufft, aber, ne? Aber trotzdem, er hat halt da jetzt keinen wirklichen Switch dafür. Ich glaube, selbst Venusaur würde das nicht nehmen. Das wäre das Einzige, dem ich es noch zutrauen würde. Das ist ein Fist-Def Venusaur. Ich gehe erst mal kurz durchkalken. Bolt, Fist-Def Venusaur. Kann es leben nach Rocks. Habe ich eine Chance von 21. Ja, gut. Er hat schon noch was, was reinkommen kann. Aber es ist leider Gottes gerade auf dem... Das Zeraora ist auf einer Range, wo mein Ding nicht killt. Das ist ein bisschen blöd. Ja.
Ja, das hätte 44 bis 53 bei dem Uninvesten Zero Aura gemacht, also der Brave Bird, und das ist halt hier leider Gottes nicht der Play. Das ist hier nicht der Play. Leider Gottes ist auch Alemola jetzt gerade mehr Setup-Vorder als alles andere. Bitte sei nicht physisch-defensiv, Bisaflor. Tu mir den Gefallen. Sei bitte nicht voll physisch-defensiv. Das sieht mir physisch-defensiv aus. Aber es kann killen, wenn er jetzt hier nicht... Ich würde nochmal Risikotackle drücken und hoffen, dass es killt. Das sieht mir nach so knapp 40% noch aus. Die kann ich ihm machen. Ich drücke einfach nochmal Risikotackle. Ich denke, das ist mein Play hier. Oh. Wobei, das waren 50%. Doch, das sollte killen. Bin zu pessimistisch gerade. Das sollte killen, oder? Yes, danke. Ein Ätz viel weniger. Das ist schon mal gut. Frage ist, Manaphy kriege ich wahrscheinlich nicht One-Shot, oder? Warum gebe ich da Manaphy ein? Ich bin doch blöd. Staraptor, du bist ein Gott. Darf ich das nochmal kurz anmerken? Manaphy kriege ich nicht One-Shot. Das würde mich wundern. Ja, und er killt mich in Return. Nee, da muss ich raus. Wenn jetzt Manaphy reinholt, muss ich rausgehen. Auch auf das Risiko hin, dass er ja der Mehrer. Auf das Risiko hin, dass er jetzt Schweifglanz drückt. Ja, Problem ist, wie steht's gegen Kyurem? Ich weiß, dass Kyurem viel KP hat. Wenn es ein Sub-Roost-Set ist, dann muss das KP-Investment. Ah, ja. Es ist definitiv noch wichtig hier. Ich bin mit Latias schneller. Das ist gut. Also deswegen sollte ich jetzt nicht auf Latias gehen. Ich sollte vielleicht auf... Ich gehe mal auf Empoleon. Ich darf hier Takuri nicht wegschmeißen. Takuri ist meine Win-Condition. Ich muss jetzt noch ein bisschen Chip drauf bekommen auf alles. Und dann bin ich fein. Schweifglanz, aua. Das ist in Ordnung. Ich habe ein bisschen Angst, dass es eine 50% Bäre oder so. Oder halt dann vielleicht nur eine Speed-Bäre hat oder sowas. Und das wäre fatal. Ich gehe auf Yawn. Ich hoffe, dass mich das Ding jetzt nicht one-shotten kann auf die Range. Aber plus 2 sollte das killen, oder? Ja, tu es. Okay. Wie viel macht die Psychokinese von... Warte mal. Manaphy. Latias. Die Psychic macht 38%. Das würde ihn auf jeden Fall in eine Range bringen, wo die Double Edge killen könnte von Takuri. Dementsprechend würde ich hier wahrscheinlich auf Latias gehen, weil ich sollte schneller sein. Und ich schaue ihn auch nicht in eine Range, wo er jetzt spontan mal sein blödes anderes Ding aktiviert. So. Psychokinese! Also seine irgendeine 25% Bäre oder sowas. Habe ich nämlich jetzt gerade so gar keinen Bock drauf, muss ich sagen, Leute. Ich bin ganz froh, dass ich mir Lati aufgehoben habe hier an der Stelle. Ja, das ist eine Range, wo das killen sollte, theoretisch. Genau. Also ich hoffe, dass es jetzt killt. Aber es sollte eigentlich killen. Der Raptor killt auch auf die Range, oder? Ja. Tu das. So. Ergo. Risikotackle go. Oh. Er hat keinen Switch in den Risikotackle. Ein bisschen vorsichtig sein. Mit dem, wie ich jetzt spiele. Ich habe halt nur noch Alabamola in der Hinterhand, so das ist nicht so geil. Er muss hier meine Färb schmeißen, das ist klar. Weil er hat kein Switchen, wenn er was reinwechselt. Also er kann seine Aura reinschmeißen, er darf halt auf keinen Verkierung reinschmeißen, sonst verliert er nämlich. Aho!
Recoil, Schmerzen. Sache ist, Adam Amola verliert gegen Zera Aura. Haku, okay. Das Kyurem war bisher noch gar nicht drin. Es bekommt erstmal 25% Schaden. Das Problem ist, dass Kyurem... Ich kill es halt, wenn mit einer absoluten Max-Roll. Und das ist ein Problem. Ich kann hier eigentlich nicht drin bleiben. Ich muss hier auf Adam Amola gehen und hoffe, dass jetzt keine Shenanigans kommen, die mich nerven. Ich habe keine andere Wahl. Weil ich gegen Zerora verliere, wenn ich mit, wenn ich noch Elemental Mola habe. Weil das Ding physisch angreift und ich habe eine Spiegelcap. Eisstrahl, okay. So. Frage ist... Ich glaube, ich kann mal Scald drücken. Wie gesagt, ich will den in erster Linie runterchippen. Ja, ich glaube, ich drücke Scald. Drücke Scald. Sache ist, wenn er rausgeht, gewinne ich. Wahrscheinlich. Hoffentlich. Moment, ich mache ihm mehr Schaden, wenn ich seinen Hit nehme und dann quasi zurückschmeiße, ne? Ich tue trotzdem Siedewasser. Erdkräfte, okay. Nächstes Mal drücke ich Spiegelcap. So, oh Gott, das macht gar keinen Schaden. Uff. Crit. Das war ein Crit, süß. Crit Burn. Oh. Okay. Darf hier nicht rausgehen eigentlich, weil wenn er rausgeht, gewinne ich. Also muss ich, kann ich hier auf. Ich gehe auf Spiegelcape. Komm. Er roostet. Ei. Genau jetzt. Schade. Schade. Ätzend. Ja, der Roost ist ungut für mich. Also der Close Combat macht einem nicht KP investierten. Uff. Ja, das wird jetzt ein lustiges Matchup, ne? Das wird jetzt kein so cooles Matchup gerade. Was macht er? Er geht in die Offensive. Er drückt Eisstrahl. Oh Gott. Wenn wir den Freeze haben. Au, das war ein Crit, meine Freunde. Schade, dass er genau in der Situation gerade auf Sting gegangen ist, auf Ruheort. Der Burn hilft mir damit zumindest. Jetzt hätte ich kein Toxin dabei. Ey, cool. Geh auf Protect. Yay. Er darf nicht rausgehen, das ist das Problem für ihn. Er darf nicht rausgehen, wenn er rausgeht, verliert er. Das heißt, also wer hier rausgeht, verliert de facto. Also Kyurem müsste unter einer bestimmten Range sein, damit ich auf jeden Fall killen kann. Also auf jeden Fall killen kann ich sowieso nicht. Ach nee, das wird jetzt dauern. Nein, das war so ein schöner offensiver Kampf und jetzt das. Warum hast du Roost auf Kyurem dabei? Mach doch nicht sowas. Ah. Oh Gott. Ich kann hier halt nicht rausgehen, wenn er in die Offensive geht. Ich kann höchstens auf einen Roost rausgehen, aber selbst das bringt mir halt nichts, weil ich immer noch gegen Elementmola verliere. Ich verliere auch gegen Elementmola mit Elementmola. Auch ein Matchup, das ich niemals sehen möchte, bitte. Am besten weiter noch mit Refresh. Oh, da kommt der Draco. Oh, Mann. Cool. Los, gib mir deinen Draco. Gib ihn mir. Also er hat Roost, Ice Beam, Earth Power und Draco. Wir haben jetzt alles gesehen, was er hat. Er hat bei mir aber auch schon was gesehen. Dementsprechend wissen wir, worauf wir uns einlassen. Alter, nee, nicht freezen. Nicht cool. Oh, gut, dann muss ich Siedewasser drücken. Ja gut, ich habe ja Siedewasser. Oh Gott. Dann muss ich Siedewasser drücken. Weil wir haben ja nur eine halbe Stunde. Das ist gut.
Es tut mir leid. Es tut mir für mich selber leid, weil ich noch was zu tun habe heute. Eigentlich egal. Mhm. Man kann ja auf Wettkräfte gehen. Au. Das ist nicht gut. Ist die Frage, will er mich jetzt hier rausnehmen? Kann er mich hier rausnehmen? Er wird doch jetzt sicher roosten, oder? Meine Spezialverteidigung ist halt gesenkt. Das ist halt... Ich sag jetzt mal, wie es ist. Ein wenig ungeil. Aber das ist halt was, das kann passieren. Wird er jetzt hier roosten oder wird er für den Kill ansetzen? Wenn er für den Kill ansetzt, kann er denn killen? Offensives Kyurem? Ich weiß, es ist ja definitiv nicht Specs. Ich weiß nicht, was es für ein Item es hat, aber... Sagen wir mal Draco Meteor auf Element Mauler. Der macht 56 bis 66,5%. 126 KP habe ich noch. Der würde safe killen. Ich hab Protect. Ich hätte Fuß. Ja, ich hätte hier auf Staraptor rausgehen müssen. Dann U-Turn drücken. Um den ganze... Beziehungsweise... Ja, doch, U-Turn wahrscheinlich. Wäre der Play gewesen. Ja, das wird wahrscheinlich an ihn gehen. Letzten Endes. 141 KP. Jetzt habe ich wenigstens eine Chance, einen voll investierten Draco zu leben. Ich meine, hey, cool. Nee, mit dem Drop habe ich keine Chance. Ups. Ich zu Spielcape. Bitte nicht nochmal freezen, das brauchen wir jetzt nicht unbedingt. Oh yes, das war schöner Schaden. Er muss roosten eigentlich, ne? Okay. Geht er jetzt in die Offensive? Er muss eigentlich jetzt roosten, weil sonst kill ich ihn mit Scaldburn. Oh, das ist jetzt eine schwierige Prediction-Sache. Wenn er jetzt an die Offensive geht, verliere ich. Wenn er roostet, gewinne ich. Ich versuch's. Ich habe keine Lust, das weiterzuführen. Ich versuch's. Bitte geh auf Roost. Bitte geh auf Roost. Bitte geh auf Roost. Bitte geh auf Roost. Yes! Das könnte jetzt sein, dass es das ist. Auf die Range soll ich ihn nach dem Burn eigentlich rausnehmen. Ja. Die Range sollte mir reichen. Staraptor. Ich will meinen Staraptor haben, nicht irgendeins. Dakuri. Du solltest killen mit Double Edge. Okay, das heißt, ich drücke jetzt die Double Edge und hoffe, dass ich... Wir können unentschieden, Theorie. Ich glaube, es wird unentschieden, wenn das jetzt so, wenn das so funktioniert. Nee, wobei, ich habe noch eine Mamolle in der Hand. Das killt. Das killt. Das killt. Ich lebe das noch, oder? Ja, ich lebe das noch. Sehr gut. Jetzt kommt Quick Attack und alles ist vorbei. Gewinnen wir das noch? Gewinnen wir das noch? Leute? Risikotackle. Jetzt kommt die Quick Attack und er nimmt mich raus. Call es. Nee. Nein! Wir gewinnen das! Nice! Oh Gott, wir gewinnen 1 zu... Nee, sogar 2 zu 0, weil Takuri meint einfach, ey, ich lebe das noch mit 5 KP. Wir gewinnen 2 zu 0 gegen Present. Nice! Ich weiß nicht, kriege ich meine Differenz damit wieder ins Positive? Ich glaube nicht mal. Ich glaube, ich habe auch noch eine negative Differenz, aber nice! Ein absolut geiles Match. Abgesehen vom DC, aber ein sehr, 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 sehr geiles Match. Ich hätte nicht damit gerechnet, dass das so ausgeht. Ja, definitiv speichern. Definitiv worth watching, dieses Match. Holy shit. Leute, GG and Present. Richtig, richtig cooles Match gewesen. Und ja, was soll ich sagen? Entschuldigung ganz nebenbei für irgendwelche Hintergrundgeräusche. Dafür kann ich gerade nichts. Es war super, super, super intens. Ein super cooles Match. Der Predict auf den Ruheort war das, was mir das Match gewonnen hat. Wenn er auf die Offensive gegangen an der Stelle hätte, hätte er das definitiv gewonnen, weil dann wäre Takuri weg gewesen, dann gewinnt er mit Zero Aura gegen Element Mauler wahrscheinlich. Ja, war ein super intensives Match. GG, fettes, fettes, fettes GG an Present.
Damit haben wir die Conference jetzt mit einem Hattrick am Ende noch abgeschlossen. So sehe ich das doch gerne. Einmal Tabellenspitze durchgefegt. Schön. Oh mein Gott, ich bin happy. Ich bin sehr happy. Und wir haben, glaube ich, jetzt sogar mit dem Win noch eine theoretische Chance auf die Playoffs. Und dementsprechend bin ich sehr gespannt. Ich bin sehr gespannt, wie die anderen gespielt haben an diesem Spieltag. Und ich freue mich sehr auf die Kämpfe. Jetzt wünsche ich euch aber auf jeden Fall einen wunderschönen Resttag. Ich danke mich ganz herzlich bei euch fürs Zuschauen. Es war mir wie immer ein inneres Blumenpflücken und eine riesige Ehre. Und nochmal fettes Gigan Present. Schaut auf jeden Fall bei ihm rein. Live und nachkommentiert am besten beides schauen. Junge hat es verdient. Super sympathischer Gamer, kennt ihn ja. Mr. Maus, unser aller Chef. Und ja, danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns dann nächste Woche. Nee, nicht nächste Woche. Beziehungsweise, ich weiß nicht, wenn ich in den Playoffs bin, sehen wir uns nochmal. Wenn ich nicht in den Playoffs bin, sehen wir uns nicht mehr. Dann war das der letzte Spieltag. Jedenfalls danke ganz herzlich fürs Zuschauen. Und auch an alle, die mich supportet haben und die an mich geglaubt haben. Das ist super lieb von euch. Es hat am Ende noch definitiv geholfen. Und ich freue mich definitiv auf alles, was noch kommt. Genau. Schaut wie auch wie immer bei Present und allen anderen Kämpfe des Spieltags, ne, ganz wichtig. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Bis dahin und ciao, meine Freunde, und bis zum Denne oder so. Ich bin einfach nur happy gerade. Ciao.